Hallo und herzlich willkommen beim Survival Magazin. Heute stellen wir euch mal das Lionsteel M5 vor. Ein wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gutes Auto und Survival Messer. Natürlich nicht das Beste. Es gibt immer irgendwelche Einbußen, die man machen muss. Aber für das Geld ist es schon wirklich ordentlich, was man hier bekommt. Zunächst gucken wir erstmal, was in der Verpackung mitgeliefert wird. Wir haben ja diese typische Lionsteel Verpackung, diesen Karton, der gefällt mir auch sehr gut, denn diese Plastikpackungen, die sind irgendwie biologisch nicht verwertbar. Dann haben wir hier dazu eine Lederscheide mit einem schönen, mit einer schönen Schlaufe hier. Die kann man gut an Gürtel machen. Molle-kompatibel natürlich von der Größe. Und diese Scheide hält das Messer auch sehr fest. Also das kann hier nicht irgendwie rausfallen oder so, wenn man jetzt mal auf einer wilderen Tour unterwegs ist. So, das Messer liegt wirklich perfekt in der Hand. Also ich meine, im Endeffekt ist es immer eine Designfrage, ob man sich jetzt ein Messer kaufen will oder nicht. Aber ich finde, das sieht schon wirklich sehr gut gelöst hier aus. Ja, also erstmal ein paar... Ach nee, bevor ich anfange mit den technischen Daten, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar hat der Dirk mir hier noch was reingelegt in die Packung. Guck mal hier, ich weiß nicht, ob der das immer macht oder ob der mich mag. Hier... ja, ihr könnt jetzt mal Pause machen. Auf jeden Fall hat er hier nur so einen Feuerstahl dazu gelegt. Da muss ich leider sagen, das war nicht sehr gut durchdacht, denn... Der Klingenrücken hier oben, der ist leider abgerundet und somit passiert nichts, wenn man über den Feuerstahl reibt. Ja, so das Messer ist insgesamt... ich halt mal die Kamera so. Das Lionsteel ist insgesamt 24,1 cm lang, wobei davon 11,5 cm aus der Klinge bestehen. Das heißt, unsere Freunde des Paragraphen 42a werden natürlich wissen, dass das heißt, dass man das Messer legal mit sich führen kann. Also bis 12 cm ist es ja erlaubt. Also könnt ihr ganz normal, wenn ihr das nächste Mal in den C&A geht, in den Rewe, das Messer bei euch führen. Da wird euch keiner doof angucken. Ja, die Klinge ist eine Clipboint-Klinge. Also wir haben eine leichte Wölbung, die fängt nicht oben an, ab hier ungefähr. Schöne Daumenrampe hier oben, die ist nicht geriffelt oder so, aber trotzdem schützt sie den Daumen vom Abrutschen auf der Hand. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr, sehr gut in der Hand liegt. Also das haben sie schon wirklich elegant gelöst. Dann haben wir hier eine Klingenstärke von 4,5 mm. Ist also ein richtiger Brecher, kann man sagen. Der spaltet das Holz ordentlich, gerade zum Betoning richtig gut geeignet. Das Klingenfinish ist hier ein bisschen leicht matt gehalten. Ja, Griff, gibt es verschiedene Griffe. Ich habe jetzt hier die Olivenholz-Ausführung mit leichtem Jimping. Mir gefällt aber auch die G10-Ausführung. Das ist eher so für die taktischen Freunde unter uns. Die gefällt mir auch sehr gut. Ja, und jetzt das Wichtigste natürlich, das ist der Stahl. Und zwar haben wir hier den Sleipner-Stahl oder Schleipner. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube Sleipner. Der ist vergleichbar mit dem D2-Stahl, den wir hier kennen. Also ist ein recht haltbarer Stahl für, ja, ich würde jetzt mal sagen, gröbere Klingen, also für Skalpelle oder Rasiermesser ist das jetzt nicht geeignet. Ja, ein Nachteil ist, es neigt zum Anlaufen, also wirklich mal ein bisschen Öl drauf schmieren, dann hält es auch länger. Also, ja, wem würde ich das Messer empfehlen? Eigentlich jedem, der ein geiles Messer haben will, kann man sagen, weil im Endeffekt geht es ja bei Messern fast nur ums Design, denn sind wir mal ehrlich, was nützt das beste Messer, wenn man es nicht gerne mit sich trägt, um in der Notsituation wirklich darauf zurückzugreifen? Also ich finde das Design, das muss jedem, ist jedem selbst überlassen, ob ihm das gefällt. Mir gefällt das richtig gut, richtig stark hier, gerade mit dem Holz, einfach schön. Hier hinten haben wir noch ein kleines Lanyard-Hole und generell ein durchgehender Earl, also ein stabiles, robustes Messer mit gutem Stahl. Preislich bewegt sich das im Rahmen von 130 € ungefähr. Könnt mal den Link in der Beschreibung abchecken, was es zurzeit kostet. Da habe ich mal einen Amazon-Link gepostet. Ja, ansonsten hoffe ich, das kleine Review hier hat euch gefallen und lasst mich doch mal wissen, was für Videos ihr demnächst haben wollt. Einfach mal in die Kommentare schreiben und bis zum nächsten Video. Euer Survival Magazin.